Hallo und herzlich willkommen hier bei Sky Factory Testgelände vom Sandrick und mir. Hallo Sandrick. Hallo, Harle. Ja, wir haben in der letzten Folge ja nochmal, habe ich ja kurz was gesagt, so hey, da kann man doch irgendwie auch Flux automatisieren. Das habe ich jetzt hier als Schildchen hingemacht. Die Leute in meinem Video haben das ja schon ganz kurz gesehen, die Leute in Sandricks Video noch nicht. Deswegen gibt es jetzt erstmal kurz die Erklärung und dann baue ich das Ganze auf. Wir holen uns ein Stack Nether Quartz. Wir holen uns ein Stack Redstone. Und Charged Certus kommt auch dazu. Und dann gehen wir mal jetzt rüber an die Crystal Crow Chamber. So, hier oben. Oh, hier sehen wir auch, es wird schön fleißig geladen. So, nehmen wir einfach mal die Crystal Crow Chamber hier unten. Das spielt keine Rolle, welche. Ihr schmeißt einfach die Materialien rein und es macht flupp in einer rasigen Geschwindigkeit. Kriegt ihr die Fluxkristalle. Deswegen baue ich hier oben jetzt noch eine vierte Kammer mit in diesen Zweig. Und damit wir einfach im Auto-Crafting dann auch den Flux endlich haben. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Was ich nicht verstehe, ist, warum du. Was? Warum machst du das denn über alles über extra Kristallwachstumsdinger? Man nimmst nicht nur ein. Weil ich das nicht in dem Auto machen kann sonst. Denn ich muss ja hier mit dem Emitter immer den Bus steuern und ich kann immer nur mit einer Steuerung sagen, gucke, wie viel wir davon haben und gucke, wie viel wir davon haben. Okay, das ist natürlich Ja, doch, verständlich. ich könnte doch, nein, du hast recht, ich könnte tatsächlich alles über eine Kammer laufen lassen. Dann müsste ich das so, ich sag mal, sternförmig bauen wie mit den Molekularassemblern. Ja. Das heißt, rundherum. Ja, würde gehen, aber so geht das doch auch. Also es spart ja nicht, es spart ja nur die Kammer selbst und Material haben wir eigentlich genug. So, wir haben in der Zwischenzeit festgestellt, dass unsere Fertigungs Prozessoren hier, je mehr Prozessoren wir haben und je mehr Fertigungsspeicher wir haben, umso schneller geht das Crafting. Das ist jetzt keine so tolle neue Erfindung, aber ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht mal hier das Ganze noch mal ein bisschen erweitern, oder? Ja, ich habe auch überlegt, einfach oben drauf eine komplette Riege Prozessoren draufzusetzen. Je mehr Prozessoren, desto schneller geht's. Wobei, das bringt halt, stopp, mit den Prozessoren, das ist ein bisschen fehlgeleitet. Es bringt aber auch nur dann wirklich was, wenn man genug Molekularassembler hat. Das heißt, wenn wir diesen, ich nenne es mal Upside-Down-Molekularassembler bauen, das heißt, den Interface als Klotz und um ein Interface rum vier Molekularassembler oder fünf. Ja. Dann bringt auch die erhöhte Rechenleistung erst was. Weil sonst die Sachen zu langsam gecraftet werden. Genau. Wir haben die meisten ja hier schon beschleunigt. Ich muss gerade noch mal die letzten zwei beschleunigen. Wir haben genug Prozessoren. Ich baue jetzt mal hier auch die Inscriber ab. Das wird jetzt auch bald neu gebaut. Die habe ich zwar erst noch gar nicht so lange hier stehen in der Konfiguration. Aber egal, ich baue die jetzt gleich auch. Wir bringen Lass sie jetzt doch alles bitte ins. noch so lange stehen, wie wir jetzt noch hier. Ich Hast habe. du schon angefangen? Aber Ja, das ich habe geht dir schon ein nicht. paar Mal gesagt, bau doch bitte Nein, es geht nicht. Ich so. brauche den Platz. Ja, aber dann kann ich in der Zwischenzeit nichts Wir haben herstellen. 2000 Logikprozessoren, 200 Engineering und 1800 Calculation. Ich habe vorher extra geguckt, das sollte auch für dich reichen. Okay, Leute, ich empfehle euch, baut immer erst das Neue auf und baut dann erst das Alte Ja, wieder aber um ab. das Neue aufzubauen, Der brauche ich Harle die macht das Teile. immer andersrum und dann passiert immer Folgendes: Wir können zwischendurch nichts weiterbauen oder es kommt teilweise alles ins Stocken, weil einfach alles fehlt. Wir haben übrigens vergessen, dass wir immer noch ein Projekt haben, an dem wir schon die ganze Zeit arbeiten, nämlich die Kryotherumleitung. Und da muss ich gerade mal gucken, wie da überhaupt der Stand ist. Während der Harle sich jetzt drüben um die Crystal Grow Chamber kümmert, gucke ich mal, wie das mit unseren Kryoleitungen ist. Also, ich habe hier schon die leeren Leitungen im System. Allerdings nur eine, die reicht mir nicht. Ich mache noch mal drei. Ach, es fehlt Elektrumbarren. Okay, dann müssen wir hier schnell das Rezept für Elektrumbarren einstellen. Ist das wirklich nicht da? Tatsächlich. Ist ja der Hammer. Wir können natürlich auch Electrum Seeds mal herstellen. Nee, können wir nicht. Wenn wir keine Elektrum Barren haben, können wir keine Seeds herstellen. So, wir brauchen dafür Sand und. Nee, Quatsch. Wir brauchen dafür Silber und Gold. Und zwar ein Silber, ein Gold ergibt zweimal Elektrum Barren. So, wir nehmen uns hier schon mal Elektrum raus, zwei Stück. Jetzt suchen wir uns mal Silber. Und wir suchen uns raus Gold. Das war das Falsche.
So, wir suchen uns nochmal Gold raus. So, das legen wir jetzt hier rein. Einmal Silber, einmal Gold, ergibt zweimal Elektrum. Und zwar ist das eine Processing Pattern. Die machen wir zweimal. So, hier müssen wir mal einen Importbus. So, jetzt haben wir hier unsere Legierungsschmelzer und ich würde sagen, wir legen die jetzt mal tatsächlich, das sind ja wirklich jetzt in diesem Falle verschiedene Geräte. Wir legen das jetzt mal in zwei verschiedene, damit das halt auch schneller geht. Wenn ich jetzt wieder hier vorne hingehe und sage, ich möchte gerne Kryotherium haben und zwar von den Leitungen zwei Stück oder drei. So, dann sehen wir, das muss hergestellt werden, aber jetzt läuft das Ganze automatisch. Wir müssen kurz warten, bis das jetzt gecraftet wird. Oder eher durch das, durch den, wie heißt Alloy-Smelter, durch den Legierungsschmelzer durchgelaufen ist. Genau. So, jetzt gehen wir mal in den Keller. Ich habe eine zweite Leitung mir besorgt. Und wir gucken mal hier bei unseren Flüssigkeitssachen. Müsste jetzt in der Zwischenzeit eigentlich auch Kryotherium dabei sein. Hier ist es. So, wir brauchen einen Eimer. Eimerchen. Oder wir können das auch hier nehmen, das ist resonantes Ender. Kryotherium habe ich noch nicht. Wir nehmen mal hier einen Eimer mit. Legen den hier rein und sagen, wir wollen hier Kryotherium haben. So. Und dann sagen wir hier unserem Flüssigkeitstransposer, er soll Kryotherium hier unten reinbringen. Ihr seht, das füllt sich jetzt hier. Und außerdem soll hier neben, das ist noch nicht eingestellt, gleich unsere Leitungen reingefügt werden. Wir machen jetzt einfach hier erstmal eine Leitung von Hand rein. Die wird jetzt befüllt und ist schon weg. Müssen wir uns nochmal aus dem System angeln. Eine Kryo-Leitung. So, jetzt seht ihr, hier haben wir die leeren Leitungen. Hier ist eine volle Leitung. Die müssen wir jetzt mal von Hand herstellen. Jetzt gehen wir wieder hoch und machen noch eine Processing-Pattern. Und zwar sagen wir Folgendes. Wir nehmen eine leere Leitung und sie sollte ich, wenn was dabei herauskommt, ist eine volle Leitung. So, da machen wir auch ein Pattern von. Jetzt habe ich gerade festgestellt, hier sind keine Schablonen mehr drin. Ich gucke mal kurz im Computer. Das gehört natürlich jetzt nicht zum Crafting. Wir machen jetzt gerade mal ein paar Patterns, damit wir die nächsten Sachen dann wieder, was hier drin liegt. So. So, hier haben wir jetzt die Kryotherium-Leitung. Wir suchen uns jetzt hier oben den Flüssigkeitstransposer raus. Nee, machen wir nicht so, sondern wir gehen hier runter. Wenn ich das jetzt oben einfach irgendwo reinlege, dann passiert es, dass es hier entweder drin liegt, hier oder hier. Und wir wollen aber, dass es hier drin liegt. Deswegen gehen wir tatsächlich zu der Maschine, bei der wir es haben wollen, legen es von Hand rein. Jetzt wissen wir, dass es hier durchläuft und können jetzt Kryotherium-Leitungen herstellen. Den restlichen Prozess, den haben wir ja schon in einer der letzten Folgen schon mal gemacht. Soweit ich weiß. Ich mache jetzt mal hier Kryotherium Energieleitung. Harley, wie viel bauen wir denn mal für unsere Laser unten? Machen wir mal 100 Stück? Mach 100. Ja, dann Stack. So, ich habe mal 100 eingestellt. Das geht sogar. Es ist gar nicht so teuer. Nö, das geht. Also die sind hier. Die Herausforderung ist überhaupt erstmal Kryo zu haben in ausreichender Menge. Ja. Alles andere ist relativ harmlos. So, ich habe festgestellt, dass zum Beispiel hier meine Spitzhacke gerade kaputt ist. Das ist ja eine Obsidian-Spitzhacke und die möchte ich gerne reparieren. Deswegen lege ich die hier in mein eigenes Crafting-Feld, diese vier Sachen. Ich nehme mir einen Stapel Obsidian und lege sie so im Kreis außen rum. Und ihr habt ja bestimmt schon mal am Crafting Table von Tinker's Construct das gemacht. Das dauert halt ewig. Man nimmt das raus, legt es rein, nimmt es raus, legt es rein. Das Ganze geht halt auch im eigenen Crafting Feld. Und wir legen jetzt hier einfach dreimal Obsidian rein. Jetzt geht das Ganze dreimal so schnell. Und fertig ist meine Spitzhacke. Das andere, was wir noch haben, ist, ich habe einen Feuerstein-Mattock. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir gucken mal, ob im System noch irgendein anderer liegt. Das ist auch Feuerstein, auch Feuerstein. Alles klar. Wir gehen auch mal hier hinten zum Tinker's Construct und ich mache mir erstmal vernünftiges Werkzeug, weil so kann man ja nicht arbeiten. Hier sind gar keine Patterns drin. Dann müssen wir uns die Patterns vielleicht gerade mal herstellen. Für die Spitzhacke.
brauchen wir auf jeden Fall diesen Kopf hier. Wir brauchen diesen Griff und wir brauchen die kleine Verbindung hier. Wenn mich nicht alles täuscht. So, jetzt nehmen wir jetzt mal mit hier rüber. Wir können hier, was ist denn das? Obsidianplatte? Nee, die wollen wir nicht. So, wir legen mal das hier rein. Bekommen jetzt hier diesen Abfall und einen Griff. Dann legen wir das hier rein. Wieder Abfall und so eine Bindung. Und wir nehmen den Kopf. Da bekommen wir den Kopf. Ja, hier haben wir natürlich jetzt ein kleines Problem. Und das wäre? Das, das ist wieder dieser Nachteil vom ME, dass er nur das Teil zuerst reinmacht, was in der Mitte liegt. In dem Falle wäre es jetzt bei mir, ich habe es konfiguriert, Redstone und links davon ist Nether und rechts ist Certus. Und er ballert natürlich erstmal Redstone rein, bis er sagt, ich habe jetzt genug drin. Und er rechnet sich ja aus, wenn er jetzt, sage ich mal, 1000 Fluxe machen muss, dann braucht er ja dementsprechend mal ungefähr 500 Redstones und ich versuche halt, es da reinzuballern. Und schlecht. Also wenn er nachcraftet, dann geht es. Da fehlt so ein bisschen... Also ich habe gerade mittlerweile viel... Das Feingefühl. Ach, Mann, ich habe das falsch gebaut. Es fehlt so eine Round-Robin-Karte fürs ME-System. Ja, ja. Das ist uns ja schon öfters mal aufgefallen. Ja, wie machen wir das? Ist das an dieser Stelle? Das ist jetzt echt schwierig. Es sei denn, ich brauche einfach... ich muss die mit Einzelexport exportieren. Das macht es aber viel komplizierter. Jede Seite einen eigenen Exportbus würde ja auch bedeuten, jede Seite einen eigenen Emitter. Wir haben das Problem das letzte Mal schon mal gelöst. Ich muss mich jetzt aber gerade mal konzentrieren, was wir da gemacht haben. Schon mal gelöst haben. Ja, doch, wir haben das schon mal gelöst. Wir haben dann gesagt, so geht's aber. Was haben wir denn da gemacht? Warte mal, ganz kurz. Griff, dazu. Was haben wir denn da gemacht, dass das funktioniert hat? Ich glaube nicht, dass wir da was gemacht haben. So, jetzt habe ich das richtige Werkzeug gebaut. Eben habe ich das falsche gebaut. Tja, was war das denn gewesen? Wie haben wir das denn gemacht? Ich habe doch dann... So, Certus und dann Karte. Redstone-Karte. Du kannst nicht einzelne Emitter machen, weil es sonst nämlich... Doch, das kann ich. Na gut, dann löst du das mal. Ich habe jetzt mir mal einen neuen Metag hier gebaut. Den müsste ich jetzt irgendwo ausprobieren, aber wo kann ich den mal testen? Ich kann Bäume fällen. Das ist zwar nicht die super feine Art, die ich gerne hätte, aber andere Möglichkeit sehe ich gerade nicht. Wo kann ich denn mal meinen Metag ausprobieren? Das sind ein paar Holzklötzchen. Und schon ist er durch. Ja, das ist, also ich habe mittlerweile wirklich viele neue Ideen fürs ME, also Verbesserungsvorschläge für eine neue Version. Vielleicht sollten wir die tatsächlich mal aufschreiben und den Entwickler vom ME schicken. Das könnte man natürlich tun. Unter anderem ein ganz großer Punkt sind die Metadata. Dass man aus dem ME-System zwar mit der Fuzzy-Card super Sachen rausholen kann, die beschädigt sind. Nur Beschädigungen helfen nicht insofern, dass wenn man einfach verschiedene Metadatas hat. Und für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ich meine, als Beispiel diese kleinen Fläschchen mit Flüssigkeiten. Die haben alle die Hauptgruppe, eine Nummer und dann ist dieser Doppelpunkt, alles was hinter dem Doppelpunkt steht, sind die Metadaten. Und das kennt das System nicht, das ME-System. Und ihr kriegt das nicht mehr aus dem System raus automatisch, diese ganzen vielen kleinen Fläschchen. Als Beispiel Ender.io, der kann das. Und ich habe heute Mittag auf dem anderen System versucht zu machen und zu tun, aber keine Chance. Einfach keine Chance.
Hier auf diesem System hier habe ich, also hier bei der Monster Farm habe ich es dadurch gelöst, dass ich eine Festplatte konfiguriert habe, dass sie alle Fläschchen, ich habe alle Sorten von den Fläschchen eingestellt und lasse die auf eine extra Festplatte extrahieren, damit die aus unserem System raus sind, wir das nicht so total überlastet haben. Ist natürlich eine umständliche Methode, ganz klar. Aber so die einzige, die mir eingefallen ist. Ja, jetzt so funktioniert das mit meiner Methode. Weil dadurch, dass die sofort, er holt ein paar Items rein und die werden sofort umgewandelt, hat er gar nicht die Chance, ein Item komplett voll zu ballern. Das ist zwar nicht die feine englische Art, weil ein Round-Robin-System wird mir da an der Stelle viel besser gefallen. Aber es schickt zumindest, wenn er nicht... oh, das muss natürlich... Achtung, ihr müsst ganz unbedingt darauf achten, dass ihr keine Beschleunigungskarten drin habt. Sonst kommt nämlich ein Item wieder viel schneller als die anderen rein. Ja, das war jetzt ein Fehler. Mist. So, aber diese Aufgabe war erfolgreich. Das funktioniert. Der Slice and Spice, den baue ich nochmal ab. Hier, der muss woanders da jetzt hin. Denn hier brauche ich jetzt viel Platz. So, den Bananenbaum hat es leider auch gefällt. Schade eigentlich. Für das andere. Vor allem, ich brauche ein komplett neues Kabel. Das könnte auch noch ein Problem geben, ne? Wieso? Ich brauche 31 Kanäle für die Sache, die ich jetzt vorhabe. So, das heißt, ich muss von hier aus mit dem Dance-Kabel weg. Diese Öfen, die stehen hier an einer ganz blöden Stelle. Da müssen die umziehen. Nee, ich kann hier lang gehen. Ja, ich habe eine Lösung gefunden. Zumindest eine temporäre. Ah, ich habe noch was Schönes, was ich euch zeigen kann. Was haben wir von der Zeit her? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich warte darauf, dass hier Bäume wachsen. So, was haben wir denn an Farbstoff? Haben wir Rose Red? Haben wir 100 Stück, das ist aber ordentlich. Ich wollte euch nämlich zeigen, wie man eine Rose Red Farm baut. Dafür brauchen wir nur hier so einen autonomen Aktivator. Dann brauchen wir eine... Das kommt übrigens von Maggi, der hat uns das gezeigt. Eine Vakuum-Chest. Haben wir hier Vakuum-Chests überhaupt oder war das wieder von woanders? Aus einer anderen Mod raus. Doch, da Vakuum-Chest. Die brauchen einen Pulsating Crystal. Den werden wir nicht haben. Und den craften wir aus Pulsating Iron Nugget, die wir auch nicht haben. So, das geht. Sag mal, ich habe doch auf dem anderen Server so ein Ding gebaut, was so eine Wasserpumpe gebaut. Eine Wasserpumpe? Ja, und die hat keinen Strom gebraucht. Die nicht hier auch? Puh, das war... Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Wie heißt die? Aqua, irgendwas mit Aqua. Aqueus, irgendwas. Die haben wir hier auch auf dem Server. Aquarius Accumulator. Ja, genau. Hier steht einer im Wasser, aber ich weiß nicht, ob der überhaupt was liefert. Ja, ja, der liefert Wasser. Der füllt unser ME-System permanent mit Wasser. Ja, aber es ist kein Wasser drin, gell? Im ME-System? Nee. Puh. So, ich habe hier mal ein Autocrafting-Rezept gemacht für die lustigen Vakuum-Chests. Kupferzahnrad. Da müssen wir das Rezept speichern und das war's. Kupferzahnrad fehlt. So, dann brauchen wir noch einmal Dirt. Und wir brauchen einmal einen Rosenstrauch. Wir haben keinen Rosenstrauch. Zweimal Rosen zusammen craften war das, glaube ich. Wahnsinn.
Poppies? Ich weiß nicht, ob das die Poppies sind. Haben wir keine. Naja, sonst haben wir ja keine Rosen. Die roten halt. Die heißen bei mir Mohn. Sind die im Computer? Nein, das, pass mal auf, das ist Mohn, das ist ja gar keine Rose. Pass auf, wir stellen Rosen her und zwar geht das mit den Naturessenzen. Rose. Dann baue ich das schon mal auf, aber wo? Rosenstrauch geht nicht. Rose. Ja, stellen wir es aber mal hier hin. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen, machen wir mal Glas. Die kann man nicht herstellen. Rosen? Nee, die kann man nicht herstellen. Wie können denn Rosen wachsen? Wir brauchen Leaves und die müssen wir chiseln. Aber ich weiß nicht, ob die wirklich dann Rosen liefern. So, ich nehme mal einen Chisel und wir nehmen uns mal Leaves, die wir nicht haben. Blätter, auch nicht. Warte mal, Leaf. Wir haben Bananen-Leaves. Ja, super, die brauchen wir aber nicht. Mal gucken, ob das klappt. Ja, genau, das ist Mohn. Das sieht zwar aus wie Rosen, aber das ist Mohn. Und man kriegt hier auch keine Rosen, wenn man hier Knochenmehl aufstreut. So, ich muss also hier ein paar von den Leaves haben. Oh, wir haben eine neue Flüssigkeitskuh. Und zwar ist das eine, was ist denn das für eine Kuh? Das ist eine Molten Enderium-Kuh. Ach, nicht Ender, Safari. Eieiei. Sheer Leaves. So, Safari-Netz. Reusable. Achso, wir wollten ja mal eine neue Waffe hier ausprobieren. Machen wir sofort. Wir haben jetzt Molten Enderium-Kau. Super. Aber wie kriege ich denn... Was ist denn jetzt mit dem Rosenstrauch? Klappt das jetzt etwa nicht? Ich bin am Arbeiten. Daran. Wir brauchen einmal Blätter. Also wir brauchen ziemlich viele Blätter. Weißt du was? Ich gucke erstmal im Nahe, ob es überhaupt sowas gibt. Rose, doch, da gibt es. Rosebush. Man kann es aber nicht craften. Ja, habe ich ja eben schon zu dir gesagt. Okay. Botania hat hier was. Haben wir Plastur Seeds und Glimmering Blue Flower? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ja, okay. Versuch du das mal. Dann ist dieses Projekt erstmal auf Eis gelegt. Wir haben erstmal genug roten Farbstoff. Ich würde nämlich gerne mal rotes Dense Cable bauen. Um einfach mal so ein bisschen unterschiedlich abzufangen. Dafür brauchen wir erstmal Red. Klack. Dann haben wir hier. Dann brauchen wir Dense Cable. Der wird einmal außen rum gelegt. So, Rezept speichern. Da kann man nämlich sagen, das ist das, was ich schon sagte mit den Ankern. Das ist zwar ganz schön, aber ich finde es manchmal echt praktisch, wenn wir einfach die Farbe direkt reinlegen. Dann kann man nämlich sagen, was jetzt rotes Kabel ist. Wird nicht mehr angerührt. Das ist speziell für den neuen Crafting-Prozess. Ach Mist, wir brauchen trotzdem natürlich Anker, weil sich das ja trotzdem verbindet. Das verbindet sich ja nur nicht mit anderen Farben, aber mit normalem Flux verbindet sich es natürlich trotzdem. Ja, das ist mein Fehler. So, ihr werdet das wahrscheinlich schon zwischendurch die ganze Zeit gedacht haben. Was erzählt ihr eigentlich für einen Mist? Aber geht schon. So, setze ich halt Anker hin. Ich will trotzdem die Farbe haben. Ganz einfach deswegen, weil ich das für ganz sinnvoll erachte. Dann weiß man nämlich, das Rote ist dafür. Außerdem wird das anschlussmäßig sowieso komplett voll. So, dieses Kabel ist mir jetzt hier ein Dorn im Auge. Die wirst mal kurz unterbrochen und umgeleitet. So. Machen wir es halt von Hand dazu. Wo geht denn der Kamerad überhaupt hin? Da steht eine Maschine drauf. Der QOD. Ach, da hängen die ganzen QODs dran. Okay. Das K
könnte man natürlich auch überlegen, nochmal ganz anders da umzuleiten, nämlich über den Boden. So, coole Idee. Plupp. So, ich muss hier gerade mal so ein bisschen mein Werkzeug in Ordnung bringen und dann müssen wir uns auch mal um den Laserbohrer kümmern, gell? Ja. Aber ich baue jetzt erstmal ja die Prozessoren neu auf, weil du ja sonst Angst hast, dass uns die ausgehen. So, ich guck mal, ob meine Aquarius Accumulator in der Zwischenzeit fertig sind. Das hier hat ja nicht so richtig geklappt. So, jetzt haben wir kurz eine Kabelumleitung gemacht. Das ist schick, das gefällt mir. Wieso drei? Ich hätte noch mehr bestellt. Ist das rote Kabel einfach nur hässlich. Das ist so vollkommen überzeichnet von der Farbe her. So, wir brauchen einmal Erde. Die Aquarius Accumulator, die ich gerade gebaut habe. Geht ziemlich langsam voran. Wo muss ich eigentlich hin? Das lass mich mal kurz überlegen. Ich muss hier nachher rüber. Wir bauen uns Sprinkler. Sprinkler. Und zwar noch 14 Stück. So, wenn ich jetzt wüsste, wie viel Platz ich nach hinten brauche, wäre ich doch um einiges schlauer. Das ist jetzt ein bisschen knifflig alles, noch was ich zwei, hier vorhabe. Dann bauen wir die schon mal auf, bevor wir jetzt hier rumstehen. Hier soll so eigentlich das Holz nochmal so entstehen und so. So, wir gehen jetzt mal hier in den Schwebemodus, der kommt weg, da kommt erstmal ein Dings hin, hier kommt einmal das hin. Das kommt wieder weg. Na, das machen wir erstmal überall. Weg, das, das. So, ich habe das letzte Mal von oben gemacht, dass wir diesmal unten hinkommen. Ja, dann muss ich die jetzt mal setzen. Hab ich hier noch ein Inventar? Ja, habe ich. Und ich brauche noch ein bisschen Dirt als Platzhalter. Da kann ich auch den schlechten Dirt nehmen. Das ist mir wurscht. So, dann setzen wir die da mal drauf. Klack, klack, klack. So, zwei Stück habe ich noch. Fangen wir erstmal hier hinten an. Heck und den dahin. So, jetzt müssen wir uns hier mal mit Hand abbauen. Sonst schlage ich nämlich hier gleich Löcher im Boden. Ich gehe noch eins rüber, würde ich sagen. Du hast die Qual der Wahl. Ein bisschen lieber nach oben oder ein bisschen lieber nach unten? Wenn du mal kurz Zeit hast, darfst du mal hier rüberkommen. Ich kann nicht in 30 Sekunden kommen. Für die anderen Dinger. Das ist alles knackig hier. Das wird ganz schön knackig. So, hier craftet er tatsächlich noch Sachen. Das wollte ich mal, solange er guckt, schauen wir mal hier rein. Ach, wieso gebe ich denn schon der Dirt ein? Das ist ja Quatsch. Gehen wir mal Flux ein. Aha. Mhm. So, die hätten wir schon mal gesetzt. Die 2000 sind gecraftet, die 4300 die hätten wir auch gesetzt. Auch. Okay, jetzt komme ich rüber zum Hale. Wir müssen natürlich noch in diesen Crafting-Prozess mit einbeziehen, dass wir auch den Pulverisierer das mitmachen. Was? Das müsste ich eigentlich. Am besten baue ich hier noch einen Pulverisierer mit auf. Ich bin da. Ja. Schau dir das mal bitte an, was ich hier habe. Ja. Lieber so oder die oberste Reihe nach unten gesetzt. Mir ist das egal. Vom Bauen her. Eher nach oben, oder? Weil wir nach oben so viel Platz haben. Das, Nein, hier, wo guckst du hin? Guckst falsch. Die Inscriber. Die Inscriber? Ach so. Ja, das baust du schon. Das ist ja immer dasselbe. Na, ich will wissen, ob die oberste Reihe, ob du die lieber unten haben willst oder oben lassen sollen. Kannst du so bauen. Gut.
So. Jetzt brauche ich mir hier so ein kleines Musterbeispiel. Wir brauchen wahrscheinlich ein neues Rezept, weil wir die Toggle-Busse noch nicht eingespeichert haben. Wir machen jetzt erstmal überall die Blöcke hin. So, Toggle, hier ist er. ME Toggle Bus. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Dieser Toggle Bus, der macht nämlich. Das ist einfach so ein kleines Glied, das wird in eine Redstone-Leitung, nicht Redstone, in eine ME-Leitung eingebaut und mit einem Redstone-Signal kann man damit die Leitung ein- und ausschalten. Damit habe ich nämlich jetzt die Möglichkeit, weil wir ja hier fünf Logic-Prozessoren haben, dass ich nicht jedem Bus einen eigenen Logic-Prozessor geben muss. Mache ich das jetzt hier mit diesem Toggle-Bus an die Stelle. Also ich zeige euch das mal erstmal stilistisch. So, klack, klack, klack. Hier kommen die goldenen rein, da kommt der Kabelanker hin, da gibt es das hier unten nochmal und dann der letzte für hier. Und hier kommt dann das Dense-Kabel hin, beziehungsweise das kommt schon direkt hier dran. Ich setze das auch schon mal hin. Ne, hier mache ich nicht das rote, hier mache ich das normale. Wobei doch, dann sieht man gleich, dass das dafür ist. So. So, Halle, wir haben voll überzogen. Echt? Tatsächlich? Ja. Naja, eine Minute erst. Nee. Doch? Nee. Warum nee? Also 30 Minuten soll nicht der Standard werden. Ach ja, wir haben ja schon 6 Minuten überzogen. Ja. Doch, wir haben 30 Minuten. Ich habe direkt meinen Timer hier auf 30 Minuten hochgesetzt. Wir hatten mal gesagt, wir wollen dieses Sky Factory haben wir die letzte Zeit immer 30 Minuten gehabt. Na gut. Ja, ja, alles im grünen Bereich. Ich habe nur vergessen, meinen zweiten Knopf zu drücken, weil ich meinen Pieper höre. Wir haben eigentlich in letzter Zeit immer 35 Minuten gehabt, weil wir ja prinzipiell 5 Minuten überziehen. Ja, das schaffen wir heute auch wieder. Nein, wir können gleich Stopp machen und machen dann direkt hier weiter mit der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich teste ja nur hier erstmal aus, ob ich hier von der Tiefe her hinkomme oder ob ich tiefer gehen kann. Also ob ich noch ein bisschen an die Wand hinten gehen kann. Gut ist natürlich auch, dass heute in meinen Folgen andauernd unser TS, unsere Dame vom TS, zwischendurch erzählt, wenn jemand kommt und geht. Bei mir. Ach so, okay. Ja, also wir könnten noch, hier sehe ich das eins nach hinten gehen. Das werden wir auch machen. Oder? 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 Nee, das geht eben nicht, weil wir müssen das Ganze ja von hier aus betrachten. Also wir werden heute ein bisschen überziehen, liebe Leute. Macht euch nichts draus, wie immer. Nee. Ihr seid es ja gewohnt. Ja, wir müssen so bleiben. Das ist alles richtig. Sonst kann man hinten nicht mehr langlaufen. Das wäre schlecht. Ja, aber wir überziehen nicht. Ja, wir hören jetzt einfach auf. Ja. Bis morgen. Nee, noch nicht. Moment. Ich müsste gerade noch den Crafting-Prozess. Bei mir bis morgen, ist lustig. Vielleicht bis morgen. Vielleicht aber auch bis eine unbestimmte Zeit. Es bleibt spannend mit meinem Kanal. Ciao. Da guckt ihr nur. Tschüss.